Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Immortal Unchained. Da das ja letztens abgestürzt ist, machen wir hier trotzdem weiter anscheinend. Also wir haben keinerlei Verlust, Gott sei Dank auch. Es wird heute so sein, dass heute nur eine Assassin's Creed Folge statt zwei kommen, denn ich muss anscheinend leveln, um diese scheiß Eroberungsquest da zu machen. So viel nochmal dazu. Jetzt aber wieder zurück zu Immortal. Wir sind auf Beagor, einem Lava-Planeten, und ich habe mal gegoogelt und wollte mal wissen... Ja, feurige Tiefen, genau, hier sind wir. Die Kronen haben auf ihrer endlosen Suche nach Macht den Großteil Beagors ausgehöhlt. Sie bohrten in den Planetenkern und zapften die uralten Mächte der Schöpfung an und besiegelten damit zugleich das Schicksal ihrer Heimatwelt. Das ist natürlich doof, aber was soll's. So. Oh, wer ist er denn? Da kommt ja noch ein neuer. Von hinten, komm. Okay, von hinten ist anscheinend immer der Schwachpunkt. Eine Basiskomponente, also come on, Spiel. Schwer Basiskomponenten. Spiel! Ich bin schon langsam auf dem Level, dass ich Fortschrittliche brauche und nicht nur Basis. Hier runter geht's auch. Und da geht's runter. Ach, weil die keine Leitern klettern können, will der außen rumlaufen, ich verstehe. Komm, greif an. Ich habe keine Muni mehr. Okay, das macht keinen Sinn. Es macht absolut keinen Sinn. So, die einzigartigen Materialien aus dem Reich des Feuers gestatten es damit, hergestellte Waffen mit elementaren Energien aufgeladen zu werden. Was? Es kommen endlich viele von den Fuckviechern, ey. Oh, Gott sei Dank. Puh. Nein, das würde ich jetzt nicht. Ah, wir können ja auch eine neue Sekundärwaffe machen. Stimmt ja. Da würde ich sogar die Feuer-Dings nehmen. Zack. Katana. Ah, macht das mehr Schaden? Das macht auf jeden Fall mehr Stabilitätsschaden. Macht das denn Sinn, Stärke zu... Ja, doch, komm. Nehmen wir ein schönes Katana, lesen wir uns sogar nochmal durch. Einfach, weil wir es können. Azurische Traditionalisten verwenden die...
What the fuck? Okay, ich habe erstmal eine neue Chiffre. Eiskrieger gewährt 10% Frostschadensenkung und senkt die Dauer aller negativen Frosteffekte. Das macht für mich jetzt gerade keinen Sinn. Ach, da hinten wären noch mehr Dings gewesen. Okay, ich find's ein bisschen scheiße, dass die mal wiederkommen, ganz ehrlich. Das finde ich echt ein bisschen lächerlich. Guck mal, jetzt kommt doch gar kein Gegner wieder. Das war wahrscheinlich ein Bug. Denke ich jetzt mal. Die Kronen spielten keine Rolle im Prime-Azuria-Krieg und verachteten beide Seiten gleichsam. Stattdessen beschlossen sie auf eigene Faust aus dem Konflikt ihren Vorteil zu ziehen. Wow, wo kommt er denn her? Die kommen auch immer wieder. Natürlich hat mir das gerade noch Schaden gemacht, ist klar. Okay, warum habe ich so einen blöden Sniperpunkt auf meiner Phrase gehabt? Oh, episches Sturmgewehr mal wieder. Wieder mit Frostschaden. Die im Kern Beagos geernteten Energie bringt die Stärke, Seelen zu entflammen. Dies ist, was den Kroni explosives Temperament und ihre unglaubliche Stärke gewährt. Die Gegner können nicht die ganze Zeit wieder spawnen, ey. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne, wenn die Gegner immer wieder spawnen aus der Erde, wie soll ich denn da durchkommen? Naja, gut. Immerhin haben wir einen Obelisken gefunden. Das ist schon mal die Hauptsache. Ach, Leute, Leute, ey.
Oh Mann, Leute, ey. Guck mal, wie die einen hinterherkommen. Ey, wie die einen hinterherkommen, das nervt ja. Oh, Hilfe. Das Gebiet ist scheiße. Das macht mir keinen Spaß. Weiter runterlassen, ja. Wo gehe ich hier gerade eigentlich hin? Okay, Moment. Oh, fuck, bitte was? Wieso fliegen die in den Boden? Vor allem dann oben immer noch diese Schüsse, ne? Was? Granatdamage? Was? Oh, Leute. Alter, ich kann nicht mehr, ne? Der Boss macht mich ja schon ein bisschen fertig.
Ich kann nicht mehr. Legion, Suppressor, okay, cool. Alter, nee. Einfach nee. Ich kann echt nicht mehr, ey. Holy shit. Was war das für ein Fight? Vor allem, die schießen da oben immer noch auf mich. Was soll ich denn da jetzt machen? Wenn ich jetzt hier nach oben komme, sind da so viele Gegner. So, einer davon ist schon mal tot. Komm, jetzt geh endlich drauf. Wie viele von den Kackviechern soll ich denn noch killen, ey? So, das liest jetzt bitte selber, weil das ist so viel Text und ich muss den da hinten jetzt erstmal töten. Da hinten ist ein Portal. Hey, du kriegst auch noch aus dem Boden, ey, dann krieg ich aber einen zu viel. Von dem Prime in vergangenen Zeitaltern entdeckt, steht der Monolith ohne gleich im Zentrum der Schöpfung. Die Maschine hat keinen bekannten Ursprung. Sie ist älter als die Geschichte. Ja. Ach, das ist doch der Apex-Dingens. Kirchen. So, erstmal hier. Oh Mann, ey. Wir haben einiges verschwendet, aber das war's wert, glaube ich. Schnell, 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 schnell. Ist hier oben einer oder was? Oh, Gott sei Dank, ey. Ein Checkpoint. So, 4 neue Waffen, alles klar. Davon der Legion-Suppressor. Der ist eigentlich ziemlich gut. Okay, es lädt nicht. Ich sehe gerade irgendwie gar nichts. Niederer... Was? Niederstrecker? Oh, der ist auch gar nicht so schlecht. Können wir sogar benutzen. Statt dem hier? 18 plus 6, 18 plus 6. Ja, das ist sogar dasselbe. Nur, dass es Säure macht und dass sie macht Energie. Ich glaube, Energie ist gar nicht mal so übel. Und irgendwie lädt gerade gar nichts. Das ist immer wieder dasselbe, ey.
So, vulkanischer Spalter, keine Ahnung, den will ich nicht. Zack. Was ist denn jetzt los? Jetzt komme ich nicht mal raus aus dem Menü oder was? Oh, dieses Spiel. Da trägt mich jetzt auf. Lass mich doch bitte einfach leveln, Spiel, bitte. Ja, ich komme jetzt hier nicht mehr raus. Das Spiel ist wahrscheinlich abgeschmiert, was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Letzte Folge ist es abgeschmiert. Jetzt sehen wir hier eine Ladeanimation. Oh, Leute, ey. Gut, dann war es das mit der Folge. War mal eine etwas kürzere Folge. Dafür haben wir einen Boss gehabt. Haut drin und tschüss.